Guten Abend auf dem Kulturplatz. Sitzen Sie bequem auf Ihrem Sofa im warmen Schein einer Lampe, dann muss ich Ihnen sagen, kommt etwas auf Sie zu. Die Energiesparlampe. Spätestens in 3 Jahren ist es vorbei mit dem schönen, warmen Glühbirnenlicht. Das hat die EU beschlossen und die Schweiz wird nachziehen müssen. Die Glühbirne ist Geschichte. Nun regt sich Widerstand. Das kühle Licht der Sparlampe, es hat auch die Lichtdesigner eiskalt erwischt. Der bekannteste unter ihnen, Ingo Maurer, beschwört gar das Ende der Lichtkultur herauf. Düstere Aussichten? Nicht nur. Wir bringen Licht ins Dunkel. Das erste Licht am Ende des Tunnels. Es ist entsetzlich grell und beleuchtet keine idyllische Welt. Ein Drama, das der Film Lucus Talking drastisch in Szene setzt. Im sanften Licht der Glühbirne erholen wir uns zeitlebens von diesem Schock. Das ist nur natürlich. Nicht aber für die Behörden. Sie verordnen uns erbarmungslos das kalte Licht der Sparlampe. Für den weltbekannten Münchner Lichtdesigner Ingo Maurer ist der Aufbruch ins Zeitalter der Leuchtstoffbirne eine düstere Perspektive. Ich fühle mich wirklich sehr bevormundet. Das nimmt einem einen Teil der persönlichen Freiheit, sich zu entscheiden, wie man sich gerne beleuchtet möchte oder wie man sich eben wohlfühlt. Die Glühbirne. In den 60er Jahren beflügelt sie Maurers Inspiration. Von ihm stammt die charmanteste Liebeserklärung an Edisons Erfindung. Ach, die Glühbirne. Für mich war sie ja immer auch gleich als Kind eine faszinierende Form. Da ist so viel Schönheit drin, da ist so viel Wärme drin, so viel Zerbrechlichkeit auch da drin. Ihre Wärme ist es, die ihr nun zum Verhängnis wird. 95% des Stroms wandelt sie in Hitze um. Nur 5% werden Licht. Edisons formal perfekter Wurf ist die kleine Schwester der Sonne. Sie verbreitet Licht mit nahezu kontinuierlichem Farbspektrum und damit Behaglichkeit. In Zeiten der knapperen Ressourcen zählt das nicht mehr. Schon ab Herbst gibt's in der EU keine matten Glühbirnen mehr zu kaufen. In 3 Jahren werden sie gänzlich durch die Sparlampe ersetzt. Auch die Schweiz wird nachziehen müssen. 2 von Ingo Maurers Klassikern sehen dann ziemlich seltsam aus. Das ist doch einfach brutal. Sowas kann man doch nicht machen. Auch anderen Designmeilensteinen droht ein Debakel. Das Josef Beuys Werk muss man von Lamp in Economy Lamp umbenennen. Und Lars-Erik Hofstetters Paparazzo verliert den Kopf. Der Zürcher Möbelhändler Fabio Dubler verkauft Lampen der 50er bis 70er Jahre. Wer so ein Kultobjekt kauft, will die Originalbirne dazu. Seinen Nostalgiestücken zuliebe müsste Dubler zum Glühbirnenantiquar werden. Wenn dann unsere Wirtschaft das nicht ermöglicht, dass es normale, schöne Bierchen dazugibt, dann schauen wir, dass die Bierchen irgendwie. Also ich habe lieber die Lampe und das Möbel an sich als dann das funktionale Glühbirnchen. Aber für die Kundschaft würden wir uns dort vielleicht dann schon auch noch einen Haufen ansammeln, wenn es vonnöten ist. Werden Lampenverkäufer also zu Birnendealern? Müssen sie die alte Wärmefunzel als heiße Ware unter dem Ladentisch handeln? Schon heute werden Glühbirnen gehamstert. Das Zürcher Opernhaus. Als es 1890 erbaut wurde, war das elektrische Licht noch ein Novum. Der Abschied von der Glühbirne schafft hier große Probleme. Im Kronleuchter des Hauses ersetzen Halogenbirnen die alten Leuchtkörper. Eine Übergangslösung. Für alle historischen Stillampen eignen sie sich nicht. Es ist leider so, dass diese Lampen, die im Moment am Markt sind, alle sehr kaltes Licht haben. Und natürlich im Zuschauerraum soll warmes Licht sein. Zum Teil wissen wir auch heute noch nicht, wo wir hingehen. Im Moment nehmen wir Klarlampen und Klarlampen sind bis 2011 noch in der EU gestattet. Und ich hoffe, dass danach es neue und warme Lampen gibt. Dem Licht der Zukunft auf der Spur ist der Luzerner Lichtdesigner Gabriel Baltenzweiler.
Von der Glühbirne nahm er schon vor Jahren Abschied, als er erfolgreich auf die Entwicklung von Halogenleuchten setzte. Ihr Vorteil, wenn man sie dimmt, geben sie rötlich-warmes Licht wie die Glühbirne. Mit der sparsamen Leuchtstoffröhre hatte er dagegen weniger Erfolg. Im Wohnbereich hat sie die Akzeptanz nicht gehabt. Die Leuchtstofflampe hat ein zu diffuses, zu wenig punktuelles Licht gehabt. Und da, wo die LED kam, da haben wir gemerkt, dass die Brillanz von dem Licht, das ist es. Und ich bin überzeugt, Leuchtdioden werden im Wohnbereich insbesondere gegenüber von der Sparlampe, von der Leuchtstofflampe Vorteil haben. Die Leuchtdiode ist effizient, sie wirft klar konturierte Schatten und ist gut dimmbar. Aber auch beim Dimmen bleibt ihr Licht weiß. Hier besteht Verbesserungsbedarf. Die Lösung liegt wohl in der Kombination von weißen und farbigen LEDs. Mit einem relativ grossen technischen Aufwand von Chip, von farbigen LED, von weißen LED wird es möglich sein, das Dimmverhalten von einer Glühbirne nachzumachen. Und ich denke, das wird in 3-4 Jahren, wenn die LED auch günstiger werden, wird das möglich sein. Allerdings nicht zu dem Tarif von einer Glühbirne. Das kostet mehr. Wahre Ästheten üben sich also in Geduld. Und es gibt ja auch noch inspirierendere Arten des Energiesparens als mit der Sparlampe.